Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Sweet Amoris Video. Es tut mir leid, dass die Videos so spät kommen, aber ich komme dann erst von der Arbeit und nehme dann auf. Wenn es euch zu spät ist, dann schaut es euch doch einfach mal anders an. Nein, ich hoffe, ihr könnt die vielleicht vor der Schule oder so gucken oder vielleicht sind manche abends noch wach. Ich kann es momentan leider nicht anders machen. Ich könnte es natürlich vorher aufnehmen und anders hochladen, aber ja, das könnte ich eigentlich machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es möchtet. Wollt ihr die Videos lieber am Abend, also so 20, 21 Uhr, 22 Uhr, wie sie jetzt leider kommen. Oder wollt ihr sie lieber, was weiß ich, am Morgen um 4:52 Uhr? Dann schreibt das jetzt in die Kommentare. Schreibt einfach mal irgendwie, was euch am besten passen würde, wann ihr die Videos sehen wollt. Und ja, wir machen jetzt weiter mit dem Video. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe gerade was gegessen und jetzt können wir loslegen. Das wollte ich nur mal machen. Machen, sagen, denn ich bin ein Mensch, ich kann nicht kochen. Könnt ihr kochen? Könnt ihr es auch mir sagen? Ich kann nicht kochen. Und ich habe gerade gekocht. Das muss ich jetzt der ganzen Welt erzählen, weil es etwas ist, was nie passiert eigentlich. Ich koche vielleicht einmal im Monat. Das heißt, sonst bestelle ich mir entweder was oder ich mache mir nur ein Brot. Brot machen zählt für mich jetzt nicht als Kochen oder ich mache mir irgendwie Müsli, was jetzt auch nicht Kochen ist. Oder ich mache mir eine Tütensuppe oder so ein Mikrowellengericht oder so ein fertig Spaghetti-Baue-Kasten da. Aber ich koche nie wirklich selbst. Und das Problem ist, wenn man alleine wohnt und selbst kocht, dann sind es zu viele Zutaten meist, weil es die nicht kleiner gibt. Das heißt, ich hatte gestern Tortillas mit Hähnchen, heute auf der Arbeit kalte Tortillas mit Hähnchen und heute Abend jetzt noch weihnachtliche Apfel-Zimt-Banane-Tortillas. Ohne Hähnchen. Also, bitte an die Lebensmittelindustrie, macht bitte kleinere Portionen. Ich kann keine Tortillas mehr sehen. Aber weil ich euch wieder genug genervt habe, es nervt ja viele, wenn ich am Anfang immer erzähle. Ich meine, oh mein Gott, ihr schaut die Let's Plays hoffentlich wegen mir, aber ich halte ja schon die Klappe. Machen wir jetzt weiter mit der Episode. War die Macht der Vergangenheit. Unser alter Kentin oder Ken, damals Ken und Ivan, der böse, schreckliche. Okay, er war vielleicht nicht böse und schrecklich, aber wir gucken mal, was passiert ist. Ja, es lädt. Ah. Hallo Viola, alles klar? Hallo Dani. Nein, ist es scheiße. Und bei dir? Ja. Hast du das schon gehört? Es soll bald ein Jahrmarkt in der Stadt stattfinden. Ich hasse Jahrmärkte. Okay. Ich hasse Karussell und du? Ich auch. Ich weiß nicht so recht, nicht wirklich. Ich liebe Karussell. Ach ja, dann können wir vielleicht zusammen hingehen, dann hasse ich es weniger. Oh, sie mag mich. Mein Lieblingsattraktion ist das Spiegellabyrinth. Ich bin da einmal richtig gegen die Glasscheibe gelaufen, aber ich mag es trotzdem. Oh, Dani erzählt schon wieder, wir sind 2 Minuten im Spiel. Nein, noch nicht mal, ich habe vorher schon erzählt. Auf jeden Fall, ich war mit meiner besten Freundin und ihrem Freund dieses Jahr auf dem Jahrmarkt. Und ich habe gebittet und gebettelt und dann ist sie mit mir ins Spiegellabyrinth und sie hat gebittet und gebettelt, dann ist ihr Freund auch mit ins Spiegellabyrinth. Dann sind wir durchgegangen, ich so, yippie, sie so, yeah. Und er so, ich hasse mein Leben. Es war sehr lustig. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich liebe es, mich inmitten der Spiegel zu verlieren. Okay. Und ich liebe es, Plüschtiere beim Bogenschießen zu gewinnen. Da gewinnt man nicht. Oder ich bin zu schlecht. Wahrscheinlich bin ich zu schlecht. Wahrscheinlich gewinnt man nur nicht. Ich muss zugeben, dass ich heute nicht wirklich einen Kopf dafür habe. Aber Viola ist so niedlich, wenn sie darüber redet. Sie scheint das wirklich gerne zu mögen. Ich gehe in die Kantine, kommst du mit? Nein, danke. Ich werde lieber in die Bi Bibliothek gehen, um ein bisschen zu lernen. Ich esse dann später ein Sandwich oder so. Vielleicht ersticke ich ja dran. Okay, bis später. Ach, ich liebe sie. Ich sag heute irgendwie, ich liebe jeden. Ich liebe euch. Ah. Gut, weiter. Ja, ich habe gute Laune. Yay. Ich bin einfach nur übermüdet. Wenn ich übermüdet bin, dann rede ich total viel als, keine Ahnung, wäre ich besoffen oder so? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie besoffen. Das muss man mir zugute halten. Ich war noch nie besoffen, Leute. Trinkt nicht viel Alkohol. Muss aber auch sagen, als ich dann 18 war, habe ich in der Disco gejobbt, so als Barkeeperin. Und da vergeht euch alles. Dann wollt ihr gar kein Alkohol trinken, wenn ihr die Leute so seht. Vorher habe ich auch nicht getrunken, weil ich keine Freunde hatte. Ich meine, weil ich nicht wollte. Und wieder einmal fand ich mich in der Schlange hinter Amber und Lee wieder. Zum Glück ist Charlotte weg. Gott sei Dank haben sie mich nicht bemerkt.
Ich stehe hinter ihnen und sie bemerken mich nicht. Wenn die Person, die ich hasse, hinter mir steht, dann höre ich den Atem dieser Person aus 500 Metern Entfernung. Kennt ihr das auch? Ich frage so viele Fragen, ihr müsst mal die Fragen alle beantworten, sonst führe ich wieder Selbstgespräche. Und ich will keine Selbstgespräche führen. Bist du dir wirklich sicher, dass du dieses Stück Kuchen nehmen willst? Es geht direkt auf die Oberschenkel, das weißt du doch. Was mischst du dich da überhaupt ein? Ich bin doch eh viel dünner als du. Ja, genau. Wie auch immer, mach was du willst, aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Schließlich hörten beide auf zu reden und warfen mir einen bösen Blick zu. Ich entdeckte Jens, die ein wenig hinten mit Alexi saß. Ich lächelte in mich hinein. Gott sei Dank sind die beiden da. Ich ging zu ihnen. Hey, wir haben schon auf dich gewartet. Alexi war gerade dabei, mir von euren Abend im Moondance zu erzählen. Ah, naja, da gibt es nicht besonders viel zu sagen. Was zu Witze? Evan und Kenton sind solche Vollidioten. Wenn ich die beiden sehe, bekommen sie ordentlich was von mir zu hören. Das verspreche ich dir. Ich glaube nicht, dass es notwendig sein wird. Wow, lieber nicht. Wow. Achtung, Jens fährt die Krallen aus. Ich ertrage es nur einfach nicht, wenn man den Menschen, die ich liebe, wehtut. Es ist lieb, aber auf dem Parkplatz vor dem Moondance hat Kenton mir gesagt, dass wir vielleicht besser nicht mehr zusammen sein sollten. Anscheinend ist ihm seine Freundschaft zu Evan wichtiger als unsere Beziehung. Autsch. Das war wirklich hart von ihm, so etwas zu sagen. Was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Alexi, weißt du was Neues von Evan? Nein, er hat mir noch nicht geantwortet. Tut mir leid. Warum willst du dich mit ihm treffen? Ich glaube, die einzige Lösung, die uns bleibt, ist mit Evan zu reden. Denkst du, er hört eher zu als Kenton? Ich habe ihn nur einmal gesehen und er hat nicht gerade einen besonders netten Eindruck gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Und Alexi sitzt daneben. Er ist der Bruder von Evan. Vielleicht sollten wir nicht so über Evan reden. Verstehst du? Wenn Kenton so sehr an ihre Freundschaft hängt, wie du sagst, könnte Evan ihn vielleicht zur Vernunft bringen. Hoffen wir es. Auf jeden Fall habe ich Evan eine Nachricht hinterlassen, dass du mit ihm reden willst. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich was weiß. Danke, Alexi. Die Pause ist schon wieder vorbei. Woher kommt nun plötzlich diese extreme Müdigkeit? Ich werde draußen einen kleinen Spaziergang machen, bevor ich wieder in den Unterricht zurückgehe. Vielleicht bekomme ich ja neue Energie, wenn ich mir ein wenig die Beine vertrete. Okay. Nein, nein und nochmals nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe diese Seite schon zweimal überprüft. Melody war über ihr Geschichtsbuch gebeugt und schien mit sich selbst zu reden. Melody, alles okay? Dani, ich habe dich gar nicht kommen sehen. Ja, das passiert mir heute öfter, weiß ich schon in der Schlange hinter Amber. Ach, ist auch egal. Tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Kein Problem, ich versuche nur mit den Lernen fertig zu werden. Was lernst du denn? Geschichte. Ich versuche mir alle Schlüsseldaten aus dem Indochina-Krieg zu merken. Ich wusste bis jetzt nicht mehr, dass es einen Indochina-Krieg gibt. Ist der wichtig? Ich musste den nicht lernen. Ist das so eine französische Sache? Nee, wahrscheinlich nicht Indochina. Oh, jetzt habe ich meine Videos aufgemacht. Ich wollte eigentlich mein Aufnahmeprogramm wieder aufmachen. Seht ihr hier? Warte, so. Momentan nehme ich leider mit OBS auf, weil mein richtiges Aufnahmeprogramm bei Kinguin ausverkauft ist. Und ich den Key nicht mehr habe. Okay, ist auch egal. Also Leute, wenn ihr was von Indochina-Krieg wisst, dann schreibt ihn rein. Sonst denke ich mir, dass es ein Indien- und China-Krieg ist, wo es um Nudeln geht. Um chinesische Nudeln. Oder indische. Oder Curry. Ich weiß es nicht. Noch nie was von gehört. Ich bin mir sicher, das ist das Prüfungsthema. Wieso bist du dir da so sicher? Ich habe von diesem Thema noch nie was gehört. Weil eben Herr Forrace hat in den letzten schon ein paar Anspielungen in die Richtung gemacht. Wenn du es sagst. Du wirst sehen, das ist Mathematik. Wie? Ich dachte, wir reden von Geschichte. Das Thema ist seit 4 Jahren nicht mehr drangekommen. Es muss einfach dieses Jahr sein. Ich war noch nie gut in Statistik. Oder in der Schule. Oder in Mathe. Oder in Geschichte. Oder ach, lassen wir das. Ich gehe dann mal, die nächste Stunde fängt gleich an. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Könnte Melody vielleicht recht haben? Sind die Prüfungsthemen wirklich so vorhersehbar? Nein. Okay, bei unserem Lehrer. Wir hatten einen Lehrer, der hat seit 1996. 1996. Das Datum steht nämlich drauf und er hat jedes Mal durchgestrichen. Ein und dasselbe Prüfungsthema gehabt, aber halt als Klassenarbeit. Und komischerweise hatte jedes Jahrgang eine sehr, sehr gute Notenstatistik. Weil jeder das vorher abgegeben hat. Ja.
Ein Gruß an solche Lehrer. Es ist wunderschön, wie ihr den Job nicht ernst nehmt und euch keine Mühe gebt. Danke, dass es euch gibt. Den ganzen Weg, das war übrigens sarkastisch, es ist scheiße, solche Lehrer zu haben, weil man da nichts lernt. Den ganzen Weg zurück zur Schule grübelte ich mit dieser Frage nach. Ich weiß nicht mehr, über welche Frage ich nachgrübe. Ich habe zu viel geredet. Ich bin heute wirklich ein bisschen aufgedreht und meine Nase ist rotzig. Entschuldigung. Das wollte jetzt jeder wissen. Ich ging in den Unterricht zurück und versuchte, mich den Rest des Tages so gut wie möglich zu konzentrieren. Irgendwie stresste ich mich trotzdem langsam wegen der Prüfung. Am Ende des Unterrichts machte ich mich auf den Weg, um Nath, Iris und Kim in die Bibliothek zu treffen. Es ist echt nett von Nath, dass er jederzeit bereit ist, den anderen Schülern zu helfen. Gut, ich wäre zwar lieber heimgegangen oder hätte mich mit Kenton getroffen, ja bestimmt, aber schade bestimmt nicht, wenn ich ein bisschen lerne. Als ich an Kenton und seine eiserne Schweigen dachte, drehte sich mir der Magen um. Ich schüttelte den Kopf, um mir die schlechten Gedanken zu verjagen. Aber es schadet bestimmt nicht, wenn ich ein wenig lerne. Nee, es schadet nie. Brrr. Was ist das für ein Geräusch? Bevor ich irgendwas sage, entweder klingelt ein Handy, vibriert das. Brrr. Das klingt wie so ein Wecker morgens, bevor der Alarm ist. Einfach so. Brrr, brrr. Was ist das? Brrr. Ich kenne Bing, ich kenne Boing, ich kenne Klör, ich kenne... Ich habe viele Comics gelesen als Kind, aber ich kenne keinen... Wurr, vielleicht ist jemand kalt. Der kommt gerade so rein und denkt so... Wurr, es ist kalt draußen. Was ist Wurr? Okay, machen wir mal weiter. Mein Handy. Ich sagte es doch, das Handy. Das ist ja eher so ein... Wurr, oder? Ein Wurr. Na, okay, geil. Ich kramte meine Tasche, um es herauszuholen. Wurr. Ich sah meinen Bildschirm, der eine unbekannte Nummer anzeigte. Ivan! Ich zögerte kurz. Wer könnte das bloß sein? Wer könnte das nur sein? Du wolltest unbedingt mit Ivan reden. Und jetzt klingelt eine unbekannte Nummer. Es ist bestimmt Obama. Brrr. Hallo? Dani? Hallo, hier ist Ivan. Oh nein, was für eine Überraschung. Ivan, aber wer hat denn bloß meine Nummer? Von Alexi Bexi. Hallo Ivan, alles klar? Alles klar, danke. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Alex hat mir gesagt, dass du gerne mit mir reden möchtest. Deshalb habe ich ihn um deine Nummer gebeten. Nein! Wirklich? Okay. Nein, du störst mich nicht. Ich komme nur gerade aus dem Unterricht. Danke, dass du angerufen hast. Hast du jetzt kurz Zeit? Wenn du willst, können wir uns im Park treffen und dann kannst du mir alles erzählen. Ja, ich habe Zeit. Nein, ich habe schon was anderes vor. Klar habe ich Zeit. Ich habe keine Wahl. Wenn ich etwas für Kenton tun will, dann muss ich wohl auf meinen Lernnachmittag verzichten. Schade aber auch. Ich glaube, in der jetzigen Lage ist Ivan der Einzige, der mir noch helfen kann. Ich kann in ein paar Minuten da sein. Okay, dann mache ich mich auf den Weg. Bis gleich. Ich fühle mich ein bisschen schlecht dabei, die anderen zu versetzen. Aber wer weiß, ob ich noch einmal die Gelegenheit habe, mit Ivan zu sprechen. Ich werde Nath eine Nachricht schicken, um mich zu entschuldigen. Ich hoffe, er versteht mich. Ich möchte gerade nicht weiterlesen, weil ich echt nicht glaube, dass es deren Ernst ist. Ich stehe vielleicht 2 Meter von der Bibliothek entfernt, wo die anderen gerade in diesem Augenblick lernen und ich dabei sein sollte. Und ich schicke eine SMS, um abzusagen. Ist das euer Ernst? Also Leute, mittlerweile glaube ich euch, die Geschichten sind euch nicht mehr ernst. Ne? Hier, ich sag euch, stellt mich ein. Ich schreibe auf Deutsch, übersetzt auf Französisch und dann übersetzen wir wieder auf Deutsch zurück, damit es länger dauert. Und das machen wir. Gut. Aber jetzt gehe ich erstmal los, um mich mit Ivan zu treffen. Hey Leute, wisst ihr, wir waren zum Lernen verabredet. Sorry, ich kann leider nicht kommen. Ich wollte keine blöde SMS schicken, weil es so unpersönlich ist. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, Dani, alles klar, gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, du lernst schön zu Hause. Ja, das mache ich, gut. Es wäre so einfach gewesen. Egal. Gehen wir auf den Parkplatz. Ja, ich weiß, ich rede jetzt wieder alles schlecht. Ist ein schönes Spiel, ich mag das Spiel. Ihr wisst, ich mag das Spiel. Wie viele Folgen habe ich? 100? 124, 197, ich weiß es nicht. Ich habe viele Folgen. Ich wollte gerade aus der Schule gehen, als mich plötzlich jemand bei den Schultern packte. Wenn Kenton nur wüsste, dass ich mich mit Ivan treffe und über ihn zu reden, dann wäre er bestimmt noch wütend auf mich und würde mich erneut beschuldigen, dass ich ihn bemuttere. Als würde ich ihn unsere Freundschaft einfach so zerstören lassen, ohne auch nur ein Wort dagegen einzuwenden. Ich betrete die Augen, verließ das Schulgebäude. Wer packte mich jetzt bei den Schultern? Ich glaube, ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Wo treffe ich mich mit ihm? Im Park. Warum habe ich gedacht, auf dem Parkplatz? Fängt auch mit Park an. Ich entdeckte Ivan, der weiter hinten auf einer Bank saß. Ich ging auf ihn zu und er stand auf, als er mich sah. Hallo Dani. Hallo Ivan, danke, dass du dem Treffen zugestimmt hast. Ist doch normal. Ich weiß nicht, immerhin kennen wir uns ja nicht wirklich.
Ja, aber ob du mir glaubst oder nicht, trotz der Umstände finde ich dich ziemlich nett. Oh, süß, willst du mein neuer Freund sein? Weißt du, mein Alter hat Schluss gemacht und... Du bist nicht nur die Freundin meines Bruders, sondern auch eine echt nette, finde ich. Dabei hatte ich bei unserer letzten Begegnung eher den Eindruck, du hättest mich für eine Spielverderberin. Oh, tut mir leid, dass ich dir das Gefühl gegeben habe. Oder das gesagt habe. Hat das was mit dem Abend im Mundin zu tun? Weißt du, wenn ich weggehe, verhalte ich mich ein wenig anders. Man sollte also nicht so ernst nehmen, was ich sage. Genau darüber möchte ich mit dir reden. Ich bin gekommen, um mit dir über Canton zu reden. Naja, warum denn? Seitdem ihr euch wiedergefunden habt, hat er sich sehr verändert. Und das nicht zum Guten. Um ehrlich zu sein, ich erkenne ihn gar nicht wieder. Was soll heißen? Er ist unkontrollierbar, er ist aggressiv, du hast ihn komplett verändert. Er ist aggressiv. Seit neuestem vertreibt er sich die Zeit damit, Unbekannte zu provozieren. Das passt gar nicht zu ihm. Canton ist kein Raufbold. Ich auch nicht. Ich verstehe nicht, was das mit mir zu tun haben soll. Oh, was war die falsche Antwort? Und er sieht aus wie so ein bissiger Hund. Nein! Ich habe was weggeklickt. Ah, fuck. Ja, schreibt wie immer rein, was ich weggeklickt habe. Außerdem finde ich es nicht besonders witzig, sich um ein Haar verprügeln zu lassen. Und außerdem schwänzt Canton den Unterricht, schnauzt die Lehrer an und belügt seinen Vater. Er ist zu allen total unausstehlich. Ich verstehe nicht ganz, was das Ganze mit mir zu tun hat. Das Ganze hat angefangen, als du in die Stadt gekommen bist. Wir haben versucht, mit ihm zu reden und ihn zur Vernunft zu bringen, aber Canton ist sehr sensibel. Er hat auf stur geschaltet und sich mit allen angelegt. Er weigert sich ja sogar, mit mir zu reden. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er hat ja keine Ahnung vor allem den Ärger, den Canton sich eingehandelt hat. Für mich war das alles nur Spaß. Ich dachte mir, dass mir ein Gespräch mit dir vielleicht helfen könnte, zu verstehen, warum er sich so verhält. Wie kommt es, dass du einen so großen Einfluss auf Canton hast? Naja, das hat sicherlich mit unserer Kennenlernen in der Militärschule zu tun. Als meine Eltern gestorben sind, hat man mich dorthin geschickt, weil es keine Pflegefamilie gab, die mich hätte aufnehmen können oder aufnehmen wollen, wie Alexia und Abi, meine scheiß Brüder. Ich meine, ich war zu groß. Sagen wir mal so, das hat mich geprägt. Ich erinnere mich noch an den Tag, an den Canton gekommen ist. Er wirkte nicht besonders froh, dort zu sein. Und damit, Leute, oh, das ist so gemein, das ist so, so gemein. Und damit, Leute, würde ich sagen, diese Folge ist dann auch schon wieder so gut wie zu Ende. Wir lesen noch eine Nachricht. Hallo? Hi, das ging schnell. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich versuche das Video noch schnell hochzubringen. Es ist jetzt 20.40 Uhr. Ihr könnt ja sehen, wann es online kam. Also vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst mich nicht. Nein, das auch nicht. Aber vergesst nicht, meine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.